Hey Leute, Chris und Andy wieder hier. Willkommen zurück bei Resident Evil 2 und willkommen zurück beim sehr wahrscheinlich ersten Bossfight dieses Runs. Chris, was geht ab? Dachte, du sagst jetzt willkommen zum Boob Simulator. Oh ja, das auch. Es ist ein Tag her, seit wir Resi 2 gespielt haben und ich habe dieses Outfit irgendwie ein bisschen vermisst. I don't know why, but I just did. So, wir bereiten uns mal ein bisschen vor, das nehme ich mit. Ja. Würde mal ein paar Granaten mitnehmen, wenn ich du wäre. Ich weiß nicht, ob ich die Munition mitnehme oder nicht. Oder ob ich einfach die TMP mitnehme. 20 Kugeln meinst du, bringen dir was? Na, ich habe Obwohl. ein bisschen mehr. Achso. Ja, das kannst du machen. Ich Ich würde overs. auf jeden Fall noch eine Blendgranate mitnehmen oder so, falls er dich grabbt. Pack ich die wieder Wenn du weg? noch Platz haben solltest, wenn nicht, lass sie Ja. drin. Andi nutzt den Controller des gestrigen Streams, vielleicht bringt er mir Glück wie gestern. Ist so. So, ich denke mal, so passt das. Wenn ich tot bin, kann ich das hier nehmen, dann habe ich ein bisschen mehr Buffer. Und ich denke mal, das passt so. Warte mal, wie viel Kapazität hat die TMP denn? 40, nee, 24 nur am Anfang. That's shit, warte mal. Ich habe bei Bonus-Addon für die SL60. Jedes Mal, wenn du die Kamera drehst, habe ich so ein wohliges Gefühl in der Magengegend. Nicht wahr? It's so wholesome. So gorgeous. Leute, was haltet ihr von dem Outfit? Habt ihr bestimmt schon den ersten oder zweiten Part geschrieben und ich vergesse gerade hier fast schon die Granaten, ey. So. Wir haben alles. Die Granaten packe ich aber noch weg. Ist zu risky hier. Bin fast überlegen, ob ich die Knarre einfach da. Ach, scheiß drauf. Nee, würde ich mitnehmen. Vielleicht brauchen wir sie nachher. Ja, oder du willst ja nicht alle 10 Granaten verfeuern, wahrscheinlich. Nee. Kannst mal die Granatwerfer nachladen. Das war es dran. So, Taktik. Granaten drauf schmeißen wie immer. Taktik. Ups. Taktiker Chorherd. So, meine Frage ist jetzt, was ist am. Ich könnte eigentlich das Ding da unten rausnehmen, oder? Ich habe bei das Stars-Emblem. Wenn du die Marke schon hast, ja. Ja, das können wir schnell noch machen. Hätte ich das vorm Safe machen können, aber ich hatte Schiss. Die Spannung wächst. Ist so, währenddessen können wir Taktik bequatschen. Was ist die effektivste Waffe gegen Birkin 2? Das Messer. Was ist die zweite effektivste Waffe? Birkin 1 meinst du wohl? Ja. Aufs Auge schießen. Egal mit was? Also, hat er irgendeine Waffe, gegen die er ultra allergisch ist? Weißt du das? Nö. Säuregranaten, aber die staggern ihn halt nicht so richtig. Ja, das stimmt. Don't torture me like that. Der staggert ihn einfach mit was anderem. Vielleicht denkt er so, juicy. Und währenddessen können wir noch ein bisschen was auf ihn abfeuern. Das ist echt. Du brauchst nicht mehr ganz. Achso, doch, ja. Ja, ich Brauchst nicht weiß runtergehen, hast ja nur die Marke mitgenommen. noch. Ja. Das ist, glaube ich, sogar für. Ah ja, das ist der Silencer. Der Schalldämpfer. Macht er aber. Ich kann ihn nicht mitnehmen. Shit. I'm Your an plan idiot. has such a flaw in I'm it. an idiot. Warte, ich kann das Ding aber wegschmeißen. Ich brauch's ja nicht Oh. mehr. Stimmt. You're so smart. Lucky me, I guess. So. Vor allem nimmt die jetzt auch zwei Plätze Ja, weg. ich weiß, momentan ist es voll. Ich muss damit leben nochmal. Ich muss gar nicht zurücklaufen. Aber ich kann ja die Scheiße halt nicht mitnehmen. Ist okay, du wirst schon was aufbrauchen, glaub mir. Ich wag's auch zu vermuten, wenn ich Also ehrlich zwei bin. Granaten und ein Heilmittel wirst du bestimmt aufbrauchen. Ich glaube auch, dass ich hier nicht mit No-Hit durchkomme. Ansonsten, Respekt an mich. Dann beginnen wir mal mit dem ersten neuen Story-Content heute hier. Ist so. Ich freue mich schon auf die Cutscene aus Gründen. Ich weiß gar nicht, was du meinst. Skin tight. Bin mal gespannt, ob das Outfit jetzt reißt, weil jetzt wäre so eine Story-Szene, wo es reißen könnte. Ja, ne? Sonst hat er beim B-Run nicht dran gedacht. What? Oh my God. Oh,
Okay, bisher ist hier noch. Wir gucken gleich, ob hier was eingerissen ist oder nicht. Hallo, Homura! Oder auch nicht. Danke. Im Grunde gleiche Taktik für Leon. Wegrennen, schießen. Ja, ja. Boah, Junge, der ist ja ein richtiger Sonic heute. Ah, der hält auf Veteran halt einiges aus. Normal kann man die relativ schnell rauen und down kriegen. Ja, ja. Ich möchte mir halt eigentlich die Granaten aufheben, für wenn er seine zweite Phase hat. Und ein bisschen TMP verballern, wenn er nicht so schnell wäre. Holy shit, war das knapp. Holy shit. Da habe ich gerade das Laufen ein bisschen verkackt. Wenn ich zu weit weg kommst, spring da nach oben. Ganz ruhig. Wenn ich an Jorn vorbeigekommen bin, schaffe ich auch Berky. Boah, okay, ich muss mal gerade eine Granate abfeuern, der kommt mir ein bisschen zu nah. Sack hast du das ja, auch. Ich weiß. Point. Berky? Ja, kommt. Sein Auge geht wahrscheinlich gerade weg oder so. Die Befürchtung habe ich auch. Ich finde es aber schön, dass man an seinem Auge sein Damage sehen kann. Berky? Berky! Hier ist der Fight! Guter Junge. Mich schon gewundert. Berky? Bruder! Er so, Idiot, Feuergranaten, Bruder muss los! Danke! Der war schön. Degen, mach doch mal langsamer hier, ey. Ich finde es irgendwie schön, das Nachladen einem die Geschwindigkeit nicht nimmt, sonst wäre das ziemlich nervig. Okay. Gut, dass ich mein Fitnessarmband angezogen habe, weil ich gerade richtig die Meter mache, Alter. 20.000 Footsteps. Mein Fitnesstrainer wäre stolz auf mich, ey. Oh, schöner Treffer. Noch weiter. Oh, er ist gestaggert, wenn ich ihn treffe, ne? Er ist generell zwischendurch mal gestaggert. Hier mit der Lok. Berky, hör auf damit, ich habe keinen Platz im Inventar mehr. Guck dir das mal an hier. Oh, einen habe ich. Cool. Berky, mach jetzt keinen Niesen. Da kommst du. Ist auch schon so ein bisschen rotes Auge. Hör mal. Schieß auf ihn. Wenn ich von der Ecke da wiederkommen würde, ey. Jetzt springt er hoch. Ja. Ich muss jetzt immer nur laufen, ne? Oh, hi. Achtung, ballern. Oh, nice. Weitermachen, weitermachen. Drauf, drauf, drauf. Spielen wir auf Veteran? Ich glaube. Hat er mich. Du hast aber ordentlich Granaten benutzt, ne? Ja, ja. Er hat mich einmal getroffen und da habe ich das Messer benutzt. Von daher. Ich hoffe, ich kriege es jetzt wieder. Du hast also keinen Damage bekommen, glaube ich. Ich habe auch keinen Platz im Inventar gerade. Chill mal. Ich hoffe, da muss die Kiste. Sure? Yeah, I promise. Everything's fine. I just need you to lower that ladder for me.
you help me find my mom? Your mom is down here? I think so. I hope so. Yeah. Of course. I'll help you. Andi und ich sind gerade ein bisschen... Oh yes, das ist das, was wir meinten mit das Kostüm kriegt Damage. Geil, auf die Löcher im Kostüm. Ist so. Und wir freuen uns einfach so, weil das ist einfach mal... Es ist ein fucking Kostüm-Mod und der Macher hat echt solche Sachen mit eingebaut. Und das ist nur eine Phase, es kommen noch andere Phasen, wo noch mehr weggerissen wird durch Story-Ereignisse quasi. Ist so, das heißt, wenn wir uns jetzt aufheilen, bleibt das Kostüm trotzdem angerissen. Ja. Auch wenn ich eigentlich keinen Hit bekommen habe. Also das orientiert sich an dem, was auch man auch bei Leon und bei Claire so generell sieht in der Hauptkampagne, dass sie halt immer dreckiger werden und immer abgeranzter. Und das ist einfach super für so ein Fan-Kostüm, ey. Genau, so mein Messer lag hier, glaube ich, irgendwo noch rum jetzt, ne? Kannst du auf der Karte, glaube ich, sehen? Das war die Karte. Ja, irgendwo, hier liegen auf jeden Fall nur Items. Geh mal in alle Ecken. Ja, ich habe, glaube ich, noch... Kann sein, dass das Messer kaputt gegangen ist, wo du es in ihn reingerammt hast. Das kann gut sein. Ich lade mal kurz die hier durch. Sie haben übrigens den Bug, also es ist ja kein Bug gewesen, aber in Resi 4 habt ihr es halt so gehabt, dass wenn ihr die Capacity von den Waffen erhöht habt, dann hattet ihr sofort Maximum der Waffe. Hier ist es so, wenn ihr, ich glaube, die von 24 auf 48 erhöht und nicht 24 habt, bekommt ihr einfach nur plus 24 dazu und nicht auf Max. Du könntest das Grüne einfach mal nehmen, was da in der Ecke liegt, weil du so ein bisschen verletzt bist. Das ist eine gute Idee, das machen wir auch. Wenn du einfach mal in den Kampf reingegangen bist, in Vorsichtstatus ihn geschafft hast, nicht schlecht. Ist so, war echt eng, so. Knarrenmond. Ich komme nachher nochmal zurück, da oben ist ja eine Kiste theoretisch und ich kann dann mal zurücklaufen, oder? Ja, warum nimmst du da nicht die Knarrenmoni? Ist mir gerade auch aufgefallen. Also dann brauchst du ja nicht Wählerrutschstein, was du nimmst. Auch wieder wahr. Ja, dann geh erstmal hoch, würde ich sagen. Wir holen uns die restlichen Sachen, die ja noch rumliegen. Hier ist irgendwo noch TMP-Munition. Die kann ich ja schon mal mitnehmen, ich meine die lag hier hinten. Boah, mit dem Qualm ist es gar nicht übertrieben heute, ey. Ist so. Ach, okay, ich nehme mich mit. Hier ist noch ein rotes Kraut. Dann lag die da hinten. Ich will mal gucken, wie viel Plätze ich theoretisch brauche. Gott, okay, ja, ich komme gleich nochmal. Das ist ein bisschen viel hier. So können ruhig alle Bossfights laufen, wenn ich ehrlich bin. This way. Naja, da sind auch noch Items von Boss, noch gar nicht reingehen. Oh Gott, ich habe so viel, was ich noch holen muss. Gott sei Dank gibt's hier keinen Point of No Return. Nicht sehr schön. Komm mit Cherry. Mama braucht noch ein paar Items. Mir egal, wir legen jetzt diesen Hebel um. Boah, ich bin so ein Detective, Alter! Ace Detective! What's your mom like? She works in Umbrella. She's making an important new medicine. Umbrella? That big pharmaceutical company? My mom's always at work. I don't get to see her much. Well, hopefully you'll get to see her again soon. Und hoffentlich kriege ich irgendwann ein anderes Kostüm, nicht, dass das ja nachher noch zerreißt. Guck mal, der Rücken auch, die kleinen Sachen hier, siehst du das? Ja. Heilige Scheiße, ey. So, where is your dad? He, worked with my mom, but he's gone. Wow, both of my parents are gone, it's just me and my brother. Oh, I'm sorry. Don't be. It means we've got something in common, and that's a good thing, right? All our parents are dead! War echt, weißt du, ich glaube im B-Run, vielleicht hat er hier ein paar Story-States übersprungen, dass du im A-Run langsamer zerreißt und hier halt ein bisschen schneller, weil halt vorher nicht wirklich storymäßig was passiert ist. Ja, macht auf jeden Fall Sinn. Weil du bist schon ganz schön zerrissen für die erste Stufe. Ja, das stimmt. Das war, als wir es andere gemacht haben, nicht so, aber wie du schon sagtest, ich glaube, dass da auf jeden Fall was Wahres mit dran ist. Ja. Ich nehme mal drin. Du kannst erstmal holen jetzt, was Platz. Dann kannst du immer noch ordnen. Ich gucke noch, ob ich ein Messer hier habe, was ich mitnehmen kann, weil das würde ich dann auf Dauer auch behalten. Nee, wir haben nur ein Messer gefunden, glaube ich. Dann lasse ich die Blendgranate erstmal. Es gab noch ein Messer in der Wand, aber das haben wir, glaube ich, nicht mitgenommen, weil wir keinen Platz hatten. Das Ink-Ribbon. Ich bin auch nicht sicher, ob ich jetzt speichern soll, weil das war schon relativ sexy. Würde ich machen. Würde ich jetzt auch machen. Wie gesagt, du hast theoretisch genug Saves, um so anderthalb Mal pro Part zu speichern ungefähr, so im Schnitt. Also. Deswegen, und das lief eigentlich auch gerade relativ smexy, wenn ich ehrlich bin. Also das hätte ich mir deutlich schlimmer vorgestellt. Hier ist doch sonst nichts. Boah, da unten war genug. Siehst du? Ich sollte mal auf die Uhr gucken, damit ich weiß, wie lang unser Part ist. Ach, zur Not machen wir einfach 90 Minuten und ich kann einfach irgendwo in der Mitte. Dann kann ich auch zweieinhalb Mal saven, das passt. Alright. Wir brauchen ja nicht jeden Part eine Anmoderation. Das finden die Leute auch okay, so hoffe ich. Oh, noch ein grünes Kraut. Komm mit. Als wäre ich hier fast gestorben bei dem Kampf, ey. Tschüss, Sherry. Peace, ich gehe wieder runter. Ich gucke mal, ob dein Vater vielleicht doch noch da ist. Nein, runter, Claire.
Sherry, Sherry Lady. Going through emotion. Das ist nicht witzig, Jungs, fickt euch. So. Wie ich gerade bei der Kiste, die hier lag, bei Daylight dachte und sie durchsuchen wollte. Sherry kommt hier mit runter? Wusste ich auch nicht. Krass. Zurück jetzt Police zum Revier. Ist so, komm mit jetzt. Nee, was krass mit Dead by Daylight, stimmt. Das habe ich auch gerade vorhin gedacht, jetzt wo du es sagst. Muss gleich der Sherry hier mit runterkommt. Hat, glaube ich, noch nie jemand getestet. So, das nehme ich mit. Guck mal, ob die Karte. Ob du schon alles hast, nee, da hinten haben wir auf jeden Fall noch was. So viel zu meiner TMP-Munition. Das Spiel sieht, glaube ich, dass ich ganz okay bin gerade und sagt, fick dich, krieg's nix. Okay. Ja, ja, ja. Das war's. Das sollte es gewesen sein. Das ist ja diese Adaptive Difficulty, die schon bei Resi 4 drin hatten. Mhm. Da war, glaube ich, das erste. Klar, bei so einem Tank-Dingen, da kannst du so eine Adaptive Difficulty nicht machen, wenn du weißt, dass Items in gewissen Spots liegen, aber bei ab Resi 4 haben sie es gemacht. Items in Spots liegen. Sorry. Ich meine, das ist ja kein Randomizer, wo du einfach die Shotgun nicht findest. Hashtag Stream gestern Nacht war echt geil. Hast du einfach zu wenig grüne Kräuter gefunden? Ich glaube auch, ey. Überall. Überall. Jetzt kannst du ordnen und dann speichern. Den einen lasse ich drin. Du kommst rein, du kommst rein. Ich lasse übrigens erstmal die ganzen Dinger hier. Die ganzen Schießpulver und sowas. So, gucken wir doch mal. Was haben wir denn hier? Wir haben viermal Schießpulver, wir haben dreimal hochwertige Schießpulver. Die Knarrenmuni nehme ich mir mit. Die Granaten bleiben erstmal drin. Zwei First Aid Sprays, ein Vollheilmittel haben wir dabei, was ich wegpacke. Ich nehme nur ein grünes Kraut mit. Das reicht erstmal. So, zwei Vollheilmittel. 3, 4, 5. Er sieht doch schon mal besser aus. Würde ich jetzt auch als sagen. Als am Anfang. Und 4 Speicherungen und das reicht so. Wunderschön. Nehme ich. Vor allem dafür, dass ich einmal an einem Punkt war, wo ich dachte, okay, ich sterbe eh gleich. Ja, du warst durchaus an einem Punkt, wo ich sagte, du hast gar nichts mehr zum Heilen oder so. Ja, ja, okay, komm, Sherry. Wir schaffen das. Ich meine, jetzt ist Mr. X da und jetzt kommt die ekelhafteste Stelle im Polizeipräsidium und ich werde hundertprozentig sterben, aber wir schaffen das. Ich könnte mal Knarre ausrüsten. Ich bin ganz ehrlich, ich habe irgendwie so aus dem Stream auch das Verlangen, das Messer auszurüsten, wenn ich so durch die Gegend laufe hier. Claire ist so schön staubig. Das ist korrekt. Here. Come on. Over there! It's closed. Damn it. We need a key card. Hold on. Here, come out. And you're sure this is the way? This is how my mom took me last time. Sherry? I've been looking everywhere for you, Sherry. Brave little girl to leave your house in the middle of this mess. On the ground, hands behind your head. You can't be serious. On the ground, now. Sherry, tie your hands. Why are you doing this? Shut up. Tie her. Okay then. You tie her up now or she dies. What's this all about? Child endangerment, for starters. Sherry, come here. What are you gonna do to her? None of your fucking business. You hurt her, I swear to God, my brother is Stars and I will fuck her. Sherry, get over here. What's your name?
What's your fucking name? Claire! Sherry, you come with me now or say goodbye to Claire. Okay, okay, I'll go. You better be taking me to my mom. Absolutely. Don't listen to him, he's shit. Stop hurting her, please! Don't tell me how to do my job. Stop! Let me go! Let me go! Obviously, nobody taught you manners. We'll fix that. Oh, yes, we will. Let me go! Let me go! I'll get you, you fucker! Stay safe, Sherry. Auf zu grinsen, Claire. Ey, ganz ehrlich, nach der Szene müsste sie auf jeden Fall auch noch mehr zerrissen sein. Glaube ja. Ich glaube, die Hose da unten links und... Ich muss, bevor Andi weiter sabbert, muss ich in diesem LP mal betonen, was ich noch nicht in diesem LP gesagt habe. Ich liebe ihre neue Sprecherin. Ja, Alyssa Court ist die originale Claire, aber die neue macht einen Top-Job. Und allein, wie sie hier gegenschlägt und sich, I catch you, you fucker. Yeah, oder, why you so full of shit? Die ist, also, ne, sie ist richtig geil. Macht sie wirklich gut, das stimmt. Macht sie richtig gut. Muss man also Leon ist okay, aber Claire ist richtig gut gelungen, ja, finde ich. So, jetzt kommen wir in den ersten Raum, den wir noch nicht kennen, aus dem A-Run. Ist so. Exciting. Neues Dokument, glaube ich. Du darfst mal, ich habe schon genug gelesen. Ne? Raccoon Monthly, Juni-Ausgabe. Aufgepasst, Helden von Raccoon City. Wer ist der zwar gefürchtetste, aber auch respektierteste Mann in der Stadt? Die Antwort sollte jedem Bürger unseres schönen Städtchens direkt auf den Lippen liegen. Genau! Polizeichef Brian Irons. Der Mann, der... Hey, Detective! Darkwing Irons! Oh, 2, 1, ich vergewaltige dich! Der Mann, der die Verbrecher überall das Fürchten lehrt und uns sündigen Bürgern ein strenger Vater ist. Daddy Complex Much. Chief Irons ist bekannt für seinen Einsatz für das Waisenhaus und missbrauchte Frauen. Warte mal, ist das gegen missbrauchte Frauen oder für missbrauchte Frauen? Anscheinend angeblich für missbrauchte Frauen. Ah, okay, ich verstehe. Der nimmt die immer bei sich auf und lässt sie auf seinem Tisch schlafen. Ist so, hier, du kannst hier schlafen, Decke kriegst du nicht, Bitch. Den Schutz von Kunstwerken und der Tierschutz, und das ist noch nicht alles. Also halten wir fest, er missbraucht Kinder, Frauen... Klaut Kunstwerke und knallt Tiere ab. Vielleicht braucht er auch die Kunstwerke und die Tiere, wer weiß das schon. Nur wann schläft unser Held? Auf Nachfrage antwortete Chief Irons mit einem sanften Lächeln. Die Stadt ist sicher wie eine große Familie für mich. Ich tue für sie nur, was ich auch für meine Familie tun würde. Ich vergewaltige euch alle. Bastard. Bastard ist der Police Chief? Hast du gerade das Bild gesehen von ihm? Ja, ja. Mit dem Police Uniform, ich will den DLC dafür haben, ich will Police Irons in Army Uniform. Ja, das ist halt echt Stil. Und übrigens mal wieder, das Ranking ist uns scheißegal. Deswegen lassen wir uns Zeit, weil wir können jetzt hier durchlaufen, dann müssen wir Cutscenes wegdrücken, also nee, müssen wir eigentlich nicht, aber wir müssen doch ganz neue geile Zeug genießen, was ihr noch nicht gesehen habt im LP. Ist so. Wir machen bestimmt irgendwann im Livestream mal einen Speedrun oder sowas. Oder wieder nur Hunter- und Licker-Mode, wie wir es im letzten Speedrun, im letzten Livestream gemacht haben, ey. Boah, ich liebe und hasse diesen Abschnitt. Ich liebe ihn nur. What is there to hate? It's fucking difficult. Obwohl es geht. Siehst du, wir haben eine Sache vergessen. Welchen Soundtrack hatten wir eigentlich im ersten Durchgang? Stimmt, wir wollten eigentlich den klassischen nehmen. Dann machen wir den klassischen. Machen wir bei mir. Okay. Falls du da nichts gegen hast. Nö, nö. Für einen Run auf jeden Fall. Da waren die Autoschlüssel drin, meine ich, ne? Das kennen wir schon, ja. Dann mach ich das als erstes, bevor ich die Hunde nachher im Arsch habe. Was bei Claire durchaus wichtig ist, weil du jetzt endlich mal eine Knarre kriegst, in der was reinpasst, in der normale Pistolenmunition nutzbar ist, nicht bei der anderen. Mhm. Aber Claire hat im Grunde sehr viele Handguns. 3 Stück jetzt schon. Ja. Das ist ein bisschen heftig bei ihr, deswegen muss man ein bisschen managen auf Veteranen. Ja, vor allen Dingen auf B, weil da hast du den Revolver nochmal. Ja, ja. Deswegen, du hast doch noch keine normale Handgun-Munition gemixt oder so. Nee, deswegen, das will ich mir eigentlich aufsparen, wenn ich es brauche halt, ne? Ja. Getting all the guns, man. Aber die beide verbrauchen, glaube ich, dieselbe Art von Muni, ne? Nee, das ist die normale Pistolenmuni in der 9mm und hier hast du 45 ACP. Und das andere ist auch nochmal eine andere Muni, ne? Nee, das andere ist auch 9mm.
Aber in die andere passen nur 5 Kugeln rein. Das heißt, ich kann die... Die andere brauchst du nicht benutzen, bis sie zum Magnum wird. Ah. Also du hast jetzt diese beiden Handguns, die du offiziell benutzen kannst. Ich verstehe. Und die kannst du erstmal benutzen, solange da Kugeln drin sind. Und wenn du erstmal keine mehr hast, kannst du sie erstmal weglegen. Genau, das habe ich vor. Deswegen nehme ich die erstmal als erstes und lösche dann gleich die Hunde aus da hinten. Genau, weil die sind weniger kraftvoll als der Revolver. Mhm. So. Ich meine, hier lagen noch Granaten. Ja. Und noch schlafen alle hier. Ja, besser ist es jetzt zu erledigen. Weil nachher müssen wir, glaube ich, gefühlt nur noch einmal kurz hier rein, ne? Obwohl, warte, das ist die... Du musst da nicht rein, aber du kannst auf jeden Fall den Schlüssel einmal anstecken. Wir kriegen den Kreuzschlüssel mit Leon, nicht wahr? So, das können wir mal kurz uns anschauen. Oh, cool. Oh Gott, ich erinnere mich an deine Stimme, wie du das vorgelesen hast, ey. Hallo Leute, ich bin's, Mr. Raccoon! Boah, Alter. Ja, ich weiß. Gesundheit. Freust du dich schon? Mhm. Du kannst vergessen, dass hier Licker drin sind. Da ist noch ein blaues Kraut da hinten. Ich laufe hier wie so ein Penner. Thank you. Ach, ich muss ja gar nicht zu Ben. Ich brauche nur den Schlüssel und da raus jetzt. Ben triffst du jetzt nicht mehr. Ja, ich erinnere mich. Ich habe die ganze Zeit nur Leon im Kopf gehabt. Don't do this to me. Willst du seinen wieder ein Loch zeigen? Zu spät. Ja. Das nächste Mal. Ich möchte erstmal gucken, dass er nicht noch mehr Ritzer in meinen Anzug macht. Aber diese Abo, diese Licht, Bruder! It is so gorgeous. Oh ja. Sind übrigens 2. So cute. Der Rückblick wird lustig. Ja, ich freue mich auch schon drauf. Wollen wir uns im Weg setzen? Das kriege ich hin. Da muss ich es mal gar nicht lang, ne? Da kommst du nicht lang. Ja, wollte ich gerade sagen. Ditte wird nix. So, rotes Kraut, hier war Schlüssel und 2 Zombies. Genau, hier war was? Ja. Schön zumachen wieder. Bin dabei. Der Sheldon in dir wäre zufrieden. Ich hab... Ja, vor allem brauche ich das gleich, weil ich gegen. Muss... Ist so, ich muss ja gleich nämlich rauslaufen. So, hab ich was Zeit machst für. Du mit den anderen? Lässt du den aufwachen, oder... Der verträgt ziemlich viel, aber auch. Ist mir scheißegal, ich laufe jetzt hier raus, bist du wahnsinnig? Nicht, wenn der da in der Ecke sitzt, weißt du ja. Ist mir scheißegal, ich laufe hier raus, immer noch. Okay, let's go. Ist der hier gewesen, ne? Genau. Ich glaube, im B-Run kommt er direkt zum Leben, egal ob du ihn aufnimmst oder nicht, ich weiß es aber nicht. Im A-Run wacht er erst auf, wenn du den Schlüssel nimmst. Ja. Wo ist der Schlüssel? Oh, da. Andere Seite. Nein, Schlüssel! Andere Seite. Oh, fucking damn it, okay. Ich hab auf die Granate gedrückt, Alter, das ist dein scheiß Ernst? Boom! Fick dich einfach, ey. Ich sterb jetzt mal eben. Ach komm. Ich hab nur ein Vollheilmittel. Ja, und du hast, damit jetzt nicht. Du hast 3 Vollheilmittel in deinem fucking Dings. Achso, ich dachte, du wolltest absichtlich aufgeben. Nein, nein. Lauf. Okay. So, jetzt ganz ruhig. Geh schon mal in die Tür rein, damit die Zombies dir nicht hinterherkommen. Ja, dann muss ich erstmal bangen. Mach Tür zu. Gut. Weißt ja, 2 Türen Trick. Ich muss jetzt einfach nur zu einer Kiste. Dann nehme ich mir ein grünes und dann ist alles okay. Ich hätte, ganz ehrlich, ich hab auf den Trigger gedrückt. Ich weiß nicht, warum das nicht geklappt hat. Den würde ich aber erstmal wegtriggern, weißt du ja. Da ist jetzt nicht vorbei, oder? Immer wieder raus. Naja, genau, das habe ich vor. Ich nehme mir den jetzt, dann gehe ich wieder raus, lasse ihn despawnen und lasse ihn wieder neu spawnen. Tschüss. Es geht bestimmt noch anders, aber es ist extrem risky. Ja, muss auch jetzt nicht sein. Muss auch jetzt nicht sein. Daher missbrauche ich ja auch gerne die Tür. Ja. So, jetzt sitzt er, glaube ich, an der Wand. Da kannst du vorbeilaufen. Musst du schnell sein und gucken, wo der andere sitzt. Ja, das geht. Das geht, das ist nur extrem nervenaufreibend. Ja, ganz ruhig, keine Angst. Ja, ich weiß, die haben mich ja nicht berührt. Aber man hat so einen Schiss, wenn die so kreischen. Ist so, vor allem sind die super nah dran. Und aufgeben tue ich nicht, Alter. Aber ich froh bin, ich wollte nur nicht das Vollein mitnehmen. Du weißt, was du jetzt nicht tun solltest, ne? Laufen? Ja. Ja, ich weiß, ansonsten breche ich nämlich ja durch. Na, da ist noch einer im Gang jetzt. Ich erinnere mich. Guck mal nach oben. Ah, oh, suck my ass. Wenn man hier läuft, dann ist man ganz schnell Frühstück. Ja, du denkst ja vor allen Dingen so, okay, und jetzt schnell weg hier. Wie richtig. Ja, die Arschlöcher, ey. Aber ich will mein Vollheilmittel mit dem blauen Kraut nicht benutzen, weil ich brauche jetzt keinen Schutz. Na, du hast ja in der Truhe Kräuter und Sprays. Gehe ich jetzt da hinten rein und mach schnell die Kiste? Solange du daran denkst, wenn du rauskommst, hier nicht wieder zu rennen, kannst du das machen. Ich versuch's. Drin musst du rennen, weil die dich sonst kriegen.
Willst du da eigentlich reingehen und nur die Tür öffnen? Weil da ist nur ein rotes Kraut drin und ein Pulver, glaube ich. Nee, dann. Weil das Ding ist, wenn du reingehst, dann kriegen die dich, dann musst du kämpfen. Ja, ich weiß. Ich glaube, ich brauch's nicht. Ich gehe lieber erstmal nach. Man kann auch ultra schnell sein und was holen und raus, aber das ist extrem close. Wenn du aufschneidest, ja. Aufschließt und rein und raus, und das ist aber extrem close, weil die halt so schnell sind. Du kannst auch mal was probieren. Du gehst jetzt. Bleib mal stehen. Du gehst jetzt rein und gehst ganz, ganz rechts an der Wand und langsam. Manchmal schafft man es, dass sie nicht direkt aufwachen. Das hörst du aber. Okay, versuchen wir es. Weil dann könntest du reingehen. So würde ich nur aufschließen. Du musst mir was sagen. Ich hab nur den rechten Kopfhörer drin. Die hören aber den linken. Dementsprechend sag mir Bescheid, wenn ich rennen muss. Okay. Ich höre. Ich höre sie nämlich jetzt nicht. Die habe ich noch nicht bemerkt. Die sind aber wach. Es klappt sogar meine Taktik, ey. Drehen. Die haben dich noch nicht bemerkt. Wenn ich sage go, dann go. Ja. Krass, Alter. Es funktioniert sogar. Richtiger Shit. So aufschließen und dann rein und alles sammeln und wieder raus. Mal langsam rein. Krass, es funktioniert sogar, die Taktik, ey. Wenn du alles gesammelt hast, kannst du rausrennen. Nur draußen am Flur darfst du nicht rennen. Ich schleiche einfach wieder raus, dann wissen wir, dass das mit Stealthy geht. Da muss das Schießpulver da. Nicht geil, dass meine Taktik funktioniert. Sehr schön. Ach, Arschlecken. Okay, war nur ein Film. Aber rotes Kraut, ey. Was stand denn drauf auf dem Film gerade? Locker. Ach so. Jetzt hören sie mich. Okay. Kannst ja mal jetzt zur Seite gucken. Du siehst es ja stehen dann. Wenn sie jetzt aufwachen, ist ja egal. Ja, ich hab sie gerade gehört. Da, warte. Da. Das, da, ja. Hallo. Was geht ab, Guys? Wenn man nur ein bisschen zu nah an ihn dran ist, geh mal ran jetzt. Bist du? Zack. Ja, jetzt haben wir einen. Du bist weg. Heftiger Shit, ey. Das funktioniert, danke dir. Mhm. Wir müssen jetzt hier zu Irons, ne? Genau. Und da kannst du auch, warte mal. Ich würde sagen, da kannst du gemütlich eine Part beenden. Ich würde erstmal gerne zu einer Kiste um mich heilen. Ja, ist ja da bei Irons. Ach, wir machen einfach also, weiter. Wir machen es einfach Doppelpart. Also Leute, wundert euch nicht, wenn beim nächsten Part eine Anmoderation nicht kommt. Aber eigentlich brauche ich jetzt nicht speichern. Okay, wenn du nicht speichern musst, könnten wir ja trotzdem an- und abmoderieren. Das können wir machen. Im Büro. Aber genau. Nee, du hast vollkommen recht. Wenn jetzt die Zeit rum ist, dann moderieren wir auf jeden Fall. Keine Frage. Aber wie du willst. Ich geb nur Inspirations. Das ist eine gute Inspiration. Nehme ich. Ich bin offen für konstruktive Vorschläge. Lass mich erstmal mich heilen. Scheiße, ist gar kein Heilzeug. Mhm. Das ist für die TM. Ne, für den Granatwerfer war das. Granatwerfer, ja. Kannst du besser zielen mit. Ja. So. Nimm erstmal das blaue Kraut in der Ecke, brauchst du erstmal nicht. Ja. Kannst du immer noch holen später. Ich könnte das blaue Kraut. Schalter. Warte mal, wo ist das blaue Kraut? Ich kann es ja mit dem roten kombinieren. Kannst du machen. Weil so oder so. Passt das schon. Wir haben diesen Hebel programmiert. Wir benutzen ihn einfach nochmal. Ist so. Jetzt kommt wieder ein neuer Abschnitt. Ein sehr cooler neuer Abschnitt. Ich bin noch überlegen, wo wir hochkommen. Aber da ist ein Speicherpunkt in der Nähe, ne? Na, im Büro ist ein Speicherpunkt. Ja, ja. Da ist alles, da sind Dokumente. Expresslift zum Chefbüro. Liste Zutritt verboten. Ich wusste gar nicht, dass wir in mein Zimmer gehen, Alter. Witzig. Die arme Claire, Alter. Wo der Chef weg, noch halt selber zockt. Fick dich, Alter. Schon mein Vollheilmittel, fertig hier. So, da vorne ist ein grünes Kraut, aber das kann ich nicht direkt benutzen. Das ist ja nicht Resi Zero hier. Aber ich könnte es mit dir. Nee, du kannst es direkt, deswegen sag ich ja, schon wieder ein Vollheilmittel. All the Vollheilmittel, Alter. Läuft. All die Feuchtigkeit. Ist so. Kommt ein richtig cooler Raum. Leider ohne Bild, aber trotzdem cool. Ist so, wenn hier das Bild drin gehangen hätte, ey. Einfach nur awesome. Geben unter Tierfreund. Ich bin, glaube ich, überlegen, ob ich Claire einmal richtig heile jetzt, ey. Ja, mach doch. Das kann ich auch mal machen, ich hab's genug dafür. Und außerdem, wenn jetzt ein einzelnes Grün ist, sonst hätte ich dir auch gehauen, ey. Ja, ja. Nimm mal ein Spray. Ja, ich glaube, es passt besser so. Mal ein bisschen Deo, Claire stinkt schon. Ist so. Ist ja eklig, so. Ich kombiniere es mal gerade mit dem Granatwerfer, weil ja, ich gerade schon dabei bin. All the slots, Alter. Ja, ja.
Du kannst weg. Drei, vier Waffen gleichzeitig kannst du jetzt nicht mehr tragen. Nee, nee, das ist korrekt so. Du willst jetzt nicht speichern, ne? Hast du überhaupt schon gespeichert, ja, nach dem Kampf mit Berkey? Nach dem Kampf mit Berkey habe ich gespeichert. Findest du hier nicht wieder Farbbänder in dem Raum? Guck mal. Ich guck, pass auf, ich guck mich erstmal um. Guck dich erstmal um. Aber wir moderieren jetzt erstmal den Part ab. Ja. Ich glaube, es ist jetzt Zeit aus. Weil du hast schön was geschafft in dem Part jetzt. Und vor allen Dingen haben wir mega viele Dokumente hier, die wir uns alle ganz gemütlich durchlesen wollen, weil die sind nicht "Ich bin Mr. Raccoon", sondern du, sind wirklich du kannst gut. Dich ja noch hochheilen, damit du hier nicht so rumgammelst. Auch, wenn du drauf stehst, wenn Claire rumstöhnt. Ja, ich bin ein Idiot, ich hab das Teil weggepackt, ey. Ich bin einfach dumm. Einfach dumm. Da ist es. Mir gefällt deine Kiste, hast du endlich mal was gesammelt hier. Ne? So kann man, sich so doch verabschieden mit einem schönen, mit einer schönen Aussicht. Warte, ich stell mich auf mal. Diesen Tisch. Ist so, ich stelle mich jetzt einfach mal auf. Du setzt dich einfach in den Chefsessel. Ist so. Das wäre geil, wenn das ginge, ne? So Resi 4 Leon-Style, ne? Oh, ich liebe es, wie sie dreckig wird, ey. Wie pervers man klingt, ist wenn man sowas appreciated. Ist so, ey. Wahnsinn. Und diese Risse in dem Kostüm. We are man of culture, lass, Alter. Lass, das ist das perfekte okay. Kamerabild. Ja, okay, Leute, das war Part Nummer 3. In Part Nummer 4 gönnen wir uns ein bisschen Special-Content von Claire und gucken, dass uns Mr. X nicht die Arschbacken auseinander rasiert. Von daher, Freunde, haut da rein. Bis nächste Woche. Ciao, ciao. Bis dann.